Hallo meine Liebe, ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem großen Liebesblick. Ja, starten wir gleich los und schauen uns mal die Gedanken deines Gegenübers an. Und hier haben wir die Karte, ich übersetze sie dir gleich. Und zwar suche die Wahrheit. Also dein Gegenüber denkt darüber nach, die Wahrheit zu suchen. Man sieht hier ja, wie da das Gehirn abgebildet ist, wo man hier einfach nach der Wahrheit sucht. Und damit beschäftigt er sich gedanklich auch. Und was ich noch sehr, sehr interessant finde, ist diese Karte hier. Und zwar, diese Karte bedeutet hier den Glauben. Ja? Also dein Gegenüber denkt darüber nach, dass er die Wahrheit für sich, was jetzt euch beide betrifft, finden wird. Er glaubt auch daran. Und die nächste Karte ist hier diese Karte. Und die finde ich deswegen so interessant, denn diese Karte bedeutet hier Freisetzung, etwas befreien. Und man sieht ja hier, wie dieser Mann diese Jacke oder diese Weste öffnet, damit etwas rauskommt. Das heißt, dein Gegenüber beschäftigt sich damit, für sich die Wahrheit zu finden. Ja, sucht er nach der richtigen Wahrheit für ihn. Er glaubt auch daran und er ist dabei, sich von irgendetwas zu befreien. Da denkt er darüber nach, dass er sich eben auch befreien muss. Dann habe ich hier unterhalb noch, und das finde ich sehr interessant, zwei Personenkarten. Das kann jetzt, hier haben wir den älteren Mann, hier haben wir einen dunkelhaarigen Mann abgebildet. Das kann jetzt auch sein, dass dein Gegenüber sich hier mit einem Vater vielleicht beschäftigt oder dass das einfach, und das kann natürlich hier auch ein Bruder, ein Freund sein, was weiß ich. Und das ist ja das, wir müssen ja die Karten auch miteinander verbinden. Und hier geht es auch darum, dass er hier die Wahrheit sucht, Gedankliches. Das ist jetzt das, mit dem er sich gedanklich beschäftigt. Die Wahrheit vielleicht, was hier eine ältere Person betrifft. Und hier auch den Glauben, dass er hier diese Wahrheit finden wird. Es geht hier offensichtlich um zwei männliche Personen, die in seinem Gedankenbild sind. Womöglich auch darum, sich hiervon zu befreien. Es kann natürlich auch sein, dass dein Gegenüber darüber nachdenkt, dass bei dir vielleicht hier zwei Männer eine Rolle spielen. Vielleicht dein Vater, ein Bruder, was weiß ich. Da ist sehr viel möglich. Wer diese Personen sein könnten, wirst du am besten einordnen können. Aber Fakt ist, dass dein Gegenüber sich mit zwei männlichen Personen beschäftigt. Vielleicht hat er auch das Gefühl, dass bei dir noch Männer sind oder dass du vielleicht bereits schon jemanden kennengelernt hast. Das ist natürlich auch möglich. Vielleicht, weil ich hier ja die Karte nach der Wahrheit suchen habe, dass er vielleicht etwas gehört hätte, dass du vielleicht jemand anderen hast. Ja, und hier mit dem Glauben daran weiß er noch nicht so recht, ob er das Ganze glauben soll. Das ist natürlich auch möglich. Wenn das hier, wenn du sagst, nee, das kannst du dir nicht so vorstellen, dann beschäftigt er sich gedanklich auf jeden Fall mit zwei Personen. Das können auch Menschen aus seinem Familienkreis sein. Und da geht es wirklich um die Wahrheit, um etwas zu erkennen und auch etwas hier loszulassen. Und ich habe hier die Karte des Schicksals. Dein Gegenüber denkt also darüber nach, hier, weil das ist ja hier die dritte Karte, die müssen wir ja miteinander kombinieren. Hier ist es schicksalhaft, sich von etwas zu befreien, was nicht mehr gut tut. Womöglich wirklich mit zwei Familienmitgliedern oder eben, wenn es bei dir hier jemanden gibt, dass er eben darüber nachdenkt, dass man sich hier befreit. Ja, also ich glaube aber eher, er möchte sich gedanklich von etwas befreien, denn das sind ja auch seine Gedanken. Und wenn es um dich gehen würde, würde hier zumindest einmal eine weibliche Person liegen. Ja, also kann ich schon mal sagen, dass ich eher dahin tendiere, dass er hier die Wahrheit sucht, den Glauben auch, dass man vielleicht nicht ganz ehrlich zu ihm war und dass er sich halt einfach hier von etwas trennen muss, etwas
freilassen muss und dass das schicksalhaft ist. Schauen wir uns jetzt die Gefühle für dich an. Und da habe ich schon mal die erste wunderschöne Karte, nämlich die Balance. Und man sieht hier bei diesem Kartenbild männlich und weiblich. Ja? Und, komme ich gleich zum nächsten, habe ich hier die Karte Love. Und die Karte Love liegt hier auf einer weiblichen Person. Und da du ja die Fragestellerin bist und du wissen möchtest, was er für dich empfindet, bist du hier diese weibliche Person, für die er auf jeden Fall noch etwas empfindet. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein Gefühl da, da ist auf jeden Fall noch Liebe da. Und wir haben hier noch die Karte Balance und daneben auch noch die Karte Fließen. Und Achtung, jetzt kommt's. Die Karte Fließen liegt auf der Seelenpartnerschaft. Ihr beide seid Seelenpartner. Und auf emotionaler Ebene, das ist ja die emotionale Ebene, kommt hier diese Balance, diese Liebe, die ihr für dich empfindet, wieder ins Fließen, weil ihr einfach Seelenpartner seid. Und wir haben noch die Karte Kinder auf der Balance. Vielleicht hat ja er Kinder oder du, das weiß ich ja nicht. Dass hier das mit den Kindern wieder in die Balance kommt, wenn es keine Kinder gibt, ist das das innere Kind. Ja, dass das innere Kind, hier die Gefühle, was das innere Kind betrifft, wieder in die Balance kommt und die Liebe zwischen euch beide wird wieder fließen. Denn das sagt mir hier die Karte Flow, fließen. Und es fließt auch, weil ihr Seelenpartner seid. Du hast mich ja gefragt, ob er Gefühle für dich hat, weil ich hier wirklich die schönste Karte im Deck, Love, und hier die weibliche Person, kann ich sagen, ja, er hat hier definitiv Gefühle für dich und das Ganze wird hier wieder fließen und ihr seid Seelenpartner. Du wolltest natürlich auch wissen, wie es weitergeht und ob du eine Nachricht bekommst. Und dazu habe ich 7 Karten von den Lenormand-Karten ausgelegt. Und das erste, was mir auffällt, ist hier die Schlange und das Buch. Und das ist für mich immer eine Frau, die im Verborgenen ist, die, über die man nicht spricht, die man vielleicht auch heimlich hat. Das kann jetzt natürlich sein, dass er hier eine heimliche Geliebte, eine heimliche Partnerin hat. Ich glaube nicht, dass das du bist, denn sonst würde hier die weibliche Hauptperson liegen. Das ist für mich immer die Fragestellerin. Also kann es schon sein, dass er hier wirklich noch jemanden hat, worüber du vielleicht auch gar nichts weißt, denn das Buch bedeutet ja auch, über etwas wird nicht gesprochen. Wir haben hier auch noch den Bären, der für Stabilität steht, für etwas Älteres. Vielleicht kennen die beiden sich auch schon etwas länger. Und wir haben hier die männliche Hauptperson, also deinen Gegenüber. Und was jetzt sehr interessant ist, ich habe hier das karmische Kreuz. Das heißt, die beiden sind karmisch miteinander verbunden. Die beiden haben aber auch eine karmische Lernaufgabe und etwas ist schicksalhaft. Und wenn ich wissen möchte, was schicksalhaft ist, schaue ich mir die nächsten Karten an. Und hier habe ich den Turm, der für die Trennung steht. Und wir haben hier den Ring für die Beziehung. Das heißt, wenn er hier noch jemand hat, wird es hier definitiv schicksalhaft zu einer Trennung kommen. Auf jeden Fall. Aber weil der Ring ja auch immer wiederkehrende Lernaufgaben betrifft, kann es auch sein, dass es mit dieser anderen Frau immer wieder mal so ein On und Off gibt. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob er sich meldet oder nicht. Es liegt hier kein Brief, es liegt hier nicht die Routen, wo ich sagen könnte, okay, es kommt zu Gesprächen. Ich kann dir auch nicht sagen, dass es in eine Partnerschaft mit ihm geht. Was ich dir aber fix sagen kann, ist, dass er sich von etwas befreien möchte, dass er hier definitiv für dich etwas empfindet, dass es hier auch noch eine andere Frau gibt, von der es aber schicksalhaft die Trennung geben wird. Aber weil der Ring ja auch immer wieder wiederholende Lernaufgaben, und das sagt ja auch hier das schicksalhafte oder das karmische Kreuz an, wird es diese Lernaufgabe, nämlich die Trennung, immer und immer wieder wiederholen. Das heißt, die beiden werden sich womöglich trennen und vielleicht auch immer wieder dann zusammenkommen. Ich kann natürlich nicht ausschließen, ob nicht du diese Schlange bist. Ja? Aber weil ich weiß, dass du ja schon mit ihm eine Partnerschaft hattest, ja, und hier die Schlange bedeutet, und mit dem Buch bedeutet das ja auch immer eine Frau im Verborgenen. Also du warst ja schon mal offiziell seine Partnerin.
Aber wie gesagt, es ist auch möglich, dass das wirklich hier auch du bist, dass ihr hier die Trennung zwischen euch schicksalhaft ist und dass diese Lernaufgabe immer wieder wiederholt wird, ein klassisches On und Off. Wie gesagt, es kann sein, dass es hier noch eine andere gibt. Es kann aber auch sein, dass das eure schicksalhafte Lernaufgabe ist. Ja, also das kann ich jetzt hier nur so stehen lassen. Gefühle sind da. Ob er sich meldet anhand diesen 7 Karten, kann ich jetzt mal sagen, in nächster Zeit nicht. Ja, denn wir haben hier ja auch die Trennung liegen, falls du das hier wirklich sein solltest. Ja, und wenn du das eben nicht bist, ist das jetzt die Trennung zwischen ihm und dieser anderen Frau vordergründig. Und das passt ja auch wieder, weil er eben darüber nachdenkt, sich von etwas zu trennen, etwas freizulassen. Ja, aber nichtsdestotrotz hat er Gefühle für dich, die werden wieder ins Fließen kommen und ihr seid einfach Seelenpartner. Nur jetzt in absehbarer Zeit ist keine Partnerschaft zwischen euch beide vorgesehen. Aber ich sage mal so, wenn er hier Gefühle für dich hat, ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass das wieder in die Gänge kommt mit euch beide. Ja, aber falls du hier wirklich diese Schlange bist, ist einfach diese Trennung eine schicksalhafte Lernaufgabe. Ja, das ist einfach das Karma, das durchbrochen werden muss. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung helfen. Wenn du noch Fragen hast, schick mir einfach eine Mail. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Tschüss!